Ja, herzlich willkommen zu einem nächsten kommentierten Video. Und zwar ist es hier das Goldowelt Event Mission Kapitel 2 Bonzo Gonzo Mission 3 zu offensichtlich täuschen. Genau, da habe ich dementsprechend damals mitgenommen, das war mein Team. Also Champions halt eben wie Rand und Band. Jeder hat meistens Nick Fury, aber nicht jeder hat Guillotine Rang 3, wenn man etwas kleiner ist. Mein Account ist etwas größer. Und nicht jeder hat immer dieses Team, wenn er länger nicht gespielt hat. Also da muss man schon über die 7 Jahre. Ja, und ich war halt auch nicht bei Top-Allianzen lange drin, also weil ich habe da diesen Stress nicht haben wollen. Sonst hätte ich vielleicht viel mehr Champions. Und ja, ich habe kurz Zeit in der russischen Allianz gezockt. Ich weiß nicht, wie die heißt, fragt mich nicht. Und auch in der amerikanischen. Das waren dann Gold 1, Platin sogar. Für einen kurzen Moment. Dann natürlich, früher war das, also bin ich weg. Es war mir einfach zu hardcore. Mittlerweile hat sich alles geändert. Mittlerweile könnte ich jetzt in eine Platin-Allianz hingehen, aber es ist einfach zu doof. Ja, es ist einfach der Aufwand. Er lohnt sich einfach nicht. Ist meines Erachtens nicht wert. So, da war der erste Kampf. Squirrel Girl, wie die ausgesprochen wird. Da habe ich überlegt, was soll ich jetzt nehmen? Was soll ich nehmen? Und soll ich die Guillotine jetzt nehmen oder nicht? Ja, weil das war so Knotenpunkt, das ist immer so eine Sache bei Verteidiger. Und naja, dann habe ich die Jägerfunktion erstmal aktiviert. Dachte, okay, Jägerfunktion, das wird die wegfegen. Kampf begonnen natürlich. Und wieder mal. So auf die Art, jawohl, ja, ich hab dich. Und dann habe ich gemerkt, ich muss doch die schweren Attacken machen, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ab und zu muss ich die dann doch machen. Ja. So, hier hat die dann ihre Regeneration gehabt. Und dann habe ich gemerkt, ich muss die Regeneration mit einer SK2 wegmachen, weil das ist dieser eine Knotenpunkt, dass sie nach einer gewissen Zeit regenerieren. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt musst du diesen ganzen Bullshit machen. Du wirst auch noch getroffen, weil du nervös bist. Und hättest es einfacher gemacht mit einer SK2. Aber nein, der Andi muss es ja übertreiben und seine dumme SK3 Guillotine nehmen. Also seine nicht, so Rang 3 meine ich, Guillotine nehmen. Und ja, die Guillotine ist nicht verkehrt in dem Knotenpunkt, aber da habe es hart ist schon gehabert und da hat man auch gemerkt, dass es immer wieder sehr schwer ist, weil die sich auf den Knotenpunkt Regeneration natürlich sehr gerne regenerieren wird. Und wenn ich Warlock gleich mit von Anfang an mitgenommen hätte, dann wäre das mir erspart geblieben und wäre der Kampf nicht schneller. Leider, leider, leider. Bin ich immer noch so ein gerne Guillotine-Zocker, weil die Guillotine, die ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Aber sie ist halt, wenn es um Regenerationsblockade geht oder mit einer Regenerationsverlängerung, da ist sie halt nicht so gut. Es ist aber nur meine Meinung wiederum dazu, weil Warlock ist einfach top. Bei ihm kann man sich nicht regenerieren und er lässt gar keine Regeneration zu. Überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist auch der einzige Champion, den ich jetzt kenne, der Regeneration unterbindet komplett und gleichzeitig die Degeneration auf den Champion, also den Gegner tut. So, da war die Frage Nick Fury gegen Void. Void ist sehr schwierig und da habe ich nachgedacht, was mache ich jetzt da? Mache ich jetzt Void mit Nick Fury oder mit Warlock? Habe ich mich für Warlock entschieden. Weil ich wiederum dachte, dass der Warlock seinen Vorteil nutzen kann durch die
ja, Knotenpunkte, weil das ist ein spezieller Knotenpunkt-Sektor. Und ja, mehr oder weniger hat es dann auch irgendwann hingehauen. Und dann habe ich meine 4 Angriff, 5 bekommen, schon 6 und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, war doch keine schlechte Entscheidung. Dann hatte ich gleich 9, ja, 10 hatte ich dann gleich Angriffsboni, hab dann SK2 rausgehauen, hab den richtig Damage rausgeholt, Degeneration, auch Heilblockade. Und dann habe ich im Endeffekt das Richtige gemacht, weil man sieht ja, wie schön der Kampf geht. Also er ist nicht perfekt, ganz klar, aber wie schön er fortlaufen tut, weil er halt sich nicht heilen kann. Das war wiederum ein weiteres Plus. Den Warlock als 6 Sterne zu bekommen. Ich habe es versucht, aber ich krieg den Warlock nicht als 6 Sterne, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich den als 6 Sterne gehabt hätte, Rang 3, dann wäre das viel schneller gelaufen. Ne? Dann war, wie gesagt, der Kampf zu wählen mit Guillotine, weil der Generation ist halt das Problem hier. Und die Degeneration von Dormammu ist fürchterlich. Und ich dachte, ich habe das lange nicht mehr gemacht, Dormammu, sehr seltene Kämpfe. Ich dachte, er ist immun oder zumindest ist die fähig, so die Degeneration später kommen zu lassen. Aber man sieht dann irgendwann mit Dormammu eine Degeneration. Und ja, ich fände es doof, dass es keine Champions gibt oder ganz wenige, die immun sind gegen Degeneration. Zumal die Degeneration ja schon viel Damage wegnimmt und man kann sich bei 409, wenn die ganze Zeit 409 pro Sekunde weggenommen wird, Damage, also HP, dann kannst du dich nicht so einfach heilen, wie du willst. Und diese ständige Wegnahme veranlasste mich dadurch jetzt schlechter zu kämpfen. Ich war nervös, ich konnte keine SK2 mehr landen. Ich musste dementsprechend wirklich versuchen, was noch bevor ich sterbe, rauszuholen. Dann habe ich gemerkt, ich bin ja mit der Wiederherstellung von ein paar Lebenspunkten noch mit dabei. Aber hier hatte ich große Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen, weil ja der Dormammu mit seinen 40 kam ich einfach nervös komplett gemacht und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, entweder jetzt oder nie. Und dann habe ich natürlich den letzten Move gemacht, sonst wäre ich tot gewesen und konnte den Dormammu gerade noch so besiegen. Aber es war ein sehr schlechtes Ergebnis, denn wäre meine Guillotine nicht Rang 3, wäre ich längst tot gewesen. Der nächste Fight, der war dann dementsprechend wieder mit Warlock zu führen. Warlock war die perfekte Wahl dafür, aber es gab so einige, sagen wir mal, Bedenken, weil die Nanomaschine-Heilung plus niemals zurückweichen, ja, habe ich mir das durchgelesen und da ich so, ah, okay, ja, dann nehme ich definitiv Warlock, weil ich gleich gesagt, Warlock ist definitiv dem ist das scheißegal. Ne? Der kann auch nicht so einfach infiziert werden. Bis der infiziert wird von Omega Red, dauert das sehr lange und man sieht auch, er hebt das komplett auf. Es geht ganz schnell. Aber hier hatte ich dann das Problem, diese Infektion ging dann doch irgendwie schneller vor als erwartet. Und ich habe mich dann konzentriert zu sehr nach oben auf den. Ich finde es ein bisschen bescheuert mit diesem Rahmen. Ich finde, so manche sagen, wären besser gewesen, wenn sie unten platziert werden. Dann kann man zum Beispiel unten das besser sehen. So schaut man nach oben und ich komme von Street Fighter und da schaue ich immer nach unten. Aber am Ende habe ich es ja geschafft. Da darf man nicht zu sehr nachdenken. Haut mal einfach drauf und gut ist. Ja, dann ging es halt weiter. Überlegung, also habe ich echt überlegt, so, hey, soll ich jetzt weitermachen, weil ich habe jetzt einen blöden Hulk und der Hulk ist gar nicht mal so easy peasy. Ich so, ja, okay, komm, na, ich habe gesehen, ich habe Hulk Buster, also
Ich habe gesagt, komm, mach ich weiter. Weil wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich das schaffe, wenn ich merke, es sind zu viele Champions, die verloren gehen oder zu viele Leben, dann bin ich mir da nicht mehr schlüssig, packe ich das oder packe ich es nicht, weil ich will keine Wiederbelebung halt haben. Ach, ich sammle Wiederbelebung auch High-Serie und so, aber ich will das eigentlich gar nicht. Weil wenn ich die immer verwende und Kabam deshalb nächstes Jahr komplett abschaffen will, um es noch realistischer zu machen, eigentlich um mehr Kohle damit zu machen, dann denke ich mir, nee, du musst es lernen. Ne? Ohne Wiederbelebung, ja. Kabam ist hat immer neue, einfallsreiche Ideen, ne? Wenn es um Kohle machen geht. Aber wenn die Spieler sich dann nächstes Jahr nicht wehren und sagen, hey, ihr habt jetzt die High-Serien weg oder die Wiederbelebungen sind weg, ja, das ist natürlich blöd, ne? Dann werden die Spieler nicht dagegen boykottieren. Dann werden die Spieler niemals was ändern können. Ja, und da war das Schöne dran, dass ich halt hier der Generation und der hat mich halt, die Generation hat mich dann beschützt. Und ich musste einfach nur zurück ausweichen und fertig. Da war ich hier soweit fast fertig. Ich war eigentlich schneller fertig, als ich wollte. Ja, ich war schneller fertig, als ich wollte. Und hab dann gesagt, okay, jetzt war nur noch mit Hulkbuster. Es wird easy peasy, der Kampf. Hat sich rausgestellt, wurde nicht easy peasy. Denn Hulkbuster war dann hier so am Anfang so dumm. Aber gleich wird man sehen, dass die KI etwas schlauer ist. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich gerade so rechtzeitig ausgewichen bin. Aber da habe ich gemerkt, okay, Mist, Rüstungsbruch und 189 Damage pro Sekunde. Das ist ja nicht nett. Und er wurde sehr schnell leer. Sehr schnell musste ich handeln. Und da wurde ich wieder sehr schnell nervös. Und das darf man nicht mal im Kampf machen, dass man nervös wird, weil er macht man zu viele Fehler. Und ja, das war halt, wo ich gesagt habe, Mist, wenn der jetzt nicht down geht, dann bin ich down. Bitte macht keinen Schock auslösen oder so. Mit Nesca 2 konnte ich mich noch gerade retten. Ja, weil es ist halt oft wieder unterschätzt. Da halt Buster. Dann wird ein kurzer Prozess gemacht. Hulkbuster sagt sich, okay, jetzt mache ich dir Shock Damage, bist ja nicht immun. Spätestens irgendwann dann merkt man, ups, ich bin down, hä, wie ging das? Na, ja, schade, dass Barlock nicht immun ist gegen Shock Damage, weil eigentlich kann er Shock Damage austeilen, was für eine Logikpunkte werden natürlich ist, aber selber kann er nicht dagegen immun sein. Aber gegen Kälte. Gegen Kälte, Frost ist er immun, alles klar, ne? Naja, Kabam hat so ein eigenes MCU-Universum, also Marvel-Universum. Ja, hier musste ich halt nachdenken, das nehme ich dann. Wie mache ich das? Mache ich One-Shot? Kann ich überhaupt One-Shot machen? Oder mache ich halt eben das mit Nick Fury? Und dann war halt Nick Fury die, ja, würde ich mal sagen, bessere Wahl. Dann musste ich feststellen, ah, okay, er hat einen Unaufhaltsamkeit-Buff. Ich kann auf ihn nicht so einfach einschlagen. Ich muss auf diesen Buff schauen. Ich muss zurückknechten, um selber zu merken, Buff sollte sich doch bei mir aktiviert sein. Dann merke ich, ah, okay, das ist ein spezieller Buff. Das ist einer, der sich nicht bei mir aktiviert, sondern das ist einer, der nach einer gewissen Zeit den Verteidiger, in dem Fall Hulk Ragnarok, unaufhaltsam macht. Und dann war ich halt so, okay, SK2 muss rausgelockt werden, das muss gemacht werden. Und ich hatte echt keinen Bock mehr hier. Ab hier habe ich gemerkt, okay, ich habe keinen Bock mehr eigentlich zu zocken. Weil der soll mir ja vom jetzt auf der Fall zum Beispiel, der soll mir weggehen. Bleibt mir ja weg. Hat nicht viel Zeit, bis der wieder monofallsam wird. Und dann sagte ich mir, komm, scheiß drauf. Bleibt mir weg und habe ich die SK1 oft rausgelassen. Aber ich mag das nicht, wenn der Hulk schon sehr, sehr stark ist. Auch im Block nimmt er viel weg. Und habe wieder eine SK1 gemacht, statt eine SK2. Geduldig abzuwarten, aber ich hatte echt keinen Bock auf diesen Stress mit Unaufhaltsamkeit.
vor allem auch immer, als man schlägt auf die Unaufhaltsamkeit. Einmal ein Fehler, dann hau dir wieder gleich 10 Schläge zurück. Ne? Kebabs-Politik halt eben. Wir sind Fairness, sagt Kebab. Ne? Wir spielen fair, alles klar. Und weiß die KI immer intelligenter, wenn es um Schläge geht. Sagt, ich kann 10 Schläge hintereinander hauen, du nicht, nur 5. Oder nur 3, wenn du Pech hast. Was für eine Logik. Es ist halt eben die KI, die übereingestellt ist. Okay, da habe ich gemerkt, ne, also hier sehr langer Kampf, 40%. Da habe ich echt keine Lust mehr gehabt. Da habe ich hier SK2 gezündet. So, da habe ich was gemacht. War ein Fehler. Ich habe gemerkt, ups, noch Glück gehabt. Ich habe total vergessen, wenn jemand unaufhaltsam wird, also er ist auf Lähmung und dann wird er unaufhaltsam, dann hebt sich das von der Lähmung auf und auf, weil nämlich Unaufhaltsamkeit kann die Lähmung aufheben. Ja. Ja, durch den Kampf nur so, dass ich ein paar Prozent habe. War langweilig. Langweilig auch. Ist langweilig, diese Kämpfe. Und ständig immer das Gleiche machen. Ich wünschte, Ben würde es ein bisschen anders gestalten. Ja, hier war das Risiko zu groß. Auf ja, sagen wir mal SK3 zu gehen, also wurde SK2 verwendet und dann noch drauf gehauen und der war dann auch erledigt. Ja, das war es eigentlich auch schon hier. Das Video ist etwas kürzer geraten, weil weil ich da einfach es schnell beenden konnte und mir gesagt habe, okay, das war ja One-Shot. Hätte ja nicht besser laufen können. Dann habe ich das ein bisschen so angehalten, so, weil ich dachte, oh, krass, du hast es geschafft mit One-Shot. Und davor hast du es nie mit One-Shot geschafft. Und zum Schluss hast du es mit One-Shot geschafft. Und davor habe ich mir so 2-3 Champions verschwendet. Aber mir war ich sehr stolz. Aber man kann auch sicher auch sehr oft stolz sein. Gerade bei solchen Sachen. And that's it.